Ja, Godzilla vs. Kong war ja so ein bisschen ausschlaggebend dafür, wie es mit dem Monsterverse weitergeht, beziehungsweise ob es mit dem Monsterverse überhaupt weitergehen soll. Und die Einspielergebnisse, beziehungsweise der generelle Erfolg von Godzilla vs. Kong spricht momentan total für eine Fortsetzung. Wie könnte das aber aussehen, wenn man jetzt eben mitbekommt, okay, das Monsterverse funktioniert? Und zwar, ich bin auf die Idee gekommen, dieses Video hier zu machen, weil ich im Internet sehr, sehr viele Fanarts von bestimmten roten Faden gesehen habe, quasi die sich sehr am Marvel-Universum orientiert haben. Ich blende die jetzt hier gerade mal ein. Die werden teilweise genannt Monsterverse Wave 1 und Wave 2. Ich finde das Wave, finde ich, cooler als Phase. Also die Welle 1 und Welle 2 hat schon irgendwie was. Und dann werden dann eben hier diese Bilder eingeblendet. Das heißt, hier wird davon ausgegangen oder es wird gehofft, dass auch das Monsterverse irgendwie so einem roten Faden folgt. Und wenn wir uns mal das Bild jetzt hier angucken, da sehen wir dann zum Beispiel auch, dass Mothra einen eigenen Film bekommen soll. Wie gesagt, alles nicht offiziell, alles von Fans gestaltet hier. Aber eben Mothra sehen wir dann hier. Wir sehen einen Film über Rodan. Und Kevin Spacey? Okay. Und auf jeden Fall will ich in dem Video darüber reden, warum ich der Meinung bin, dass das Monsterverse auf gar keinen Fall einen roten Faden braucht. Viel Spaß mit dem Video. Wir haben jetzt also schon unsere ersten vier Filme vom Monsterverse bekommen, die alle relativ erfolgreich waren. Zumindest kann ich von meiner Seite aus sagen, dass ich die alle sehr erfrischend fand. Auch wenn ich immer wieder über Kong Skull Island, ich ziehe darüber nicht her, aber ich sage immer wieder, dass das für mich vom Monsterverse der schlechteste Film einfach ist. Aber das ist wie wenn man sagt, okay, ich habe in der Physikklausur im Abi habe ich eine 3 geschrieben. Ist trotzdem irgendwie ganz cool. Und was mich am Monsterverse immer so bei der Stange hält, ist einfach, dass sich jeder Film irgendwie anders anfühlt. Ja, wir haben jetzt hier mit Kong Skull Island haben wir eher so einen unbeschwerteren Film, der hat auch viel Action drin, ist wesentlich farbenfroher, von der Musik her auch wesentlich poppiger. Dann haben wir Godzilla 2014, der sehr auf die Atmosphäre achtet, den ich immer mit dem weißen Hai vergleiche. Ist natürlich auch sehr weit hergeholt, aber ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Das Monster wird sehr, sehr lange geheim gehalten. Es ist diese Stimmung, die sich eben aufbaut. Und dann haben wir eben King of the Monsters. Das ist dann quasi so ein dunkler Monster-Clash, wo dann die ganzen Kreaturen gegeneinander kämpfen. Wir bekommen neue Monster eingeführt. Und zu guter Letzt dann eben Godzilla vs. Kong. Und der, ich werde jetzt hier nicht spoilern, keine Angst. Und der hat dann irgendwie so ein Gemisch aus beidem gefunden. Hat mich an die Guardians of the Galaxy erinnert, die dann in Infinity War aufgetaucht sind. Wo man es auch geschafft hat, den Ton von düstereren Marvel-Filmen mit den Guardians zu verbinden. Das machen sie auch bei Godzilla vs. Kong. Dass sie wirklich auch teilweise diese farbenfrohe Gestaltung und diese Pop-Songs verbinden mit der Welt von Godzilla. Ja, das passt dann sehr gut zusammen, wenn man eben Kong sieht, wird das ganze Szenario mehr Richtung Skull Island geswitcht. Wenn man Godzilla sieht, ist das wieder sehr stark, wie man die Godzilla-Filme eben kennt aus dem Monsterverse. Wenn beide aufeinandertreffen, ist das sehr gut zusammengemischt. Warum ich einfach jetzt der Meinung bin, als ein relativer Laie, der sich gerade erst mit dem Monsterverse oder generell mit Godzilla und Kong wirklich beschäftigt, dass ein roter Faden nicht notwendig ist, ist ganz einfach der Punkt, dass ich Angst davor habe, dass das Monsterverse den gleichen Weg geht wie Marvel. Und das sage ich als jemand, der Marvel wirklich jahrelang verteidigt hat. Ich war ein wirklicher Marvel-Fan. Wenn jemand Marvel angegriffen hat, war ich direkt zur Paroli, habe ich direkt Paroli geboten, habe gesagt, das ist nicht richtig, Marvel ist doch toll. Und man kann Marvel nicht ankreiden, dass sie wirklich einen Plan haben. Diese Struktur, die die machen, da muss man auf jeden Fall Respekt dafür zollen. Aber ich finde einfach, Marvel übersättigt uns mit Filmen und Serien. Was ich am Monsterverse so angenehm finde, eben, dass die Filme in einem relativ langen Zeitraum rauskommen. Von mir aus können es auch immer alle 2 Jahre sein. Ein richtig schöner Blockbuster einfach. Und ich möchte nicht, dass, wie man das jetzt gerade hier eben sieht, ein eigener Film über Mothra, über Rodan
Ich weiß, vielleicht sehen das Hardcore-Fans anders und das ist auch nur meine Meinung. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das anders seht. Ich bin aber der Meinung, wir haben jetzt unsere zwei Grundpfeiler einfach gelegt und die sind einmal Kong in der Hollow Earth und einmal Godzilla, eben auf unserer Seite der Erdplatte. Ihr wisst, wie ich das meine. Und damit hätte man doch jetzt schon zwei Grundpfeiler, an denen man sich orientieren könnte. Bräuchten wir jetzt wirklich einen Film über Mothra alleine? Ich denke nämlich irgendwie nicht. Man könnte das aber so drehen, dass wir vielleicht einen Film bekommen, in dem Godzilla ein Mothra-Ei beschützen muss. Und dann könnte man Mothra mitten in den Film einbringen, quasi an der Seite von Godzilla. Ich finde es aber einfach wichtig, dass wir jetzt die beiden Figuren, die wir jetzt eingeführt haben, immer im Mittelpunkt haben. Das heißt, wir können von mir aus auch Rodan mehr in den Mittelpunkt setzen. Dann gib ihm aber eine Sidekick-Rolle in einem Godzilla oder eben einem Kong-Film. Ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Ganz einfach, weil das Monsterverse auch noch nicht so umfangreich bekannt ist. Es gibt ja eine relativ große Fanbase, aber gerade eben in der westlichen Welt geht das alles ja so ein bisschen unter. Und ich bin der Meinung, dass Filme wie Rodan oder Mothra oder je mehr es dann werden, werden nicht mehr so viele Leute ins Kino ziehen und vor allem wird es abschrecken. Hier unten sehe ich sogar, dass Muto einen eigenen Film bekommen sollte. Diese schiere Anzahl an Monstern, an Filmen würde einfach die Leute davor abschrecken, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und man sollte einfach wirklich vielleicht das Ganze so angehen, wie Godzilla vs. Kong es gemacht hat. Und was meine ich jetzt damit? Und zwar, das ist jetzt kein großer Spoiler, aber Godzilla vs. Kong hat keine Post-Credit-Scene. Und das fand ich tatsächlich echt angenehm, weil eine Post-Credit-Scene immer versucht, mit Zwang irgendwas zu verbinden. Das haben die Monsterverse-Filme jetzt ganz gut hinbekommen. Das fühlt sich auch nicht aufgesetzt, aber Kong hat eine Post-Credit-Scene. Godzilla 2014 weiß ich gar nicht. Ich meine aber auch, und King of the Monsters hat ja auch eine Post-Credit-Scene. Und die setzen eben dann einen roten Faden Richtung Godzilla vs. Kong. Ich bin der Meinung, dass man das überhaupt nicht gebraucht hätte. Dieses Anteasern, dass du schon weißt, was als nächstes kommen könnte, sorgt natürlich für Spekulationen, aber ich finde es auch einfach schön, wenn man wirklich alle 2 Jahre einen schönen Blockbuster raushaut. Von mir aus auch 2 Filme aus dem Monsterverse, immer eins mit Godzilla, immer eins mit Kong und dann einen neuen Kaiju in den Film mit präsent macht. Das heißt, wir haben im ersten Godzilla-Film haben wir nur Godzilla, im ersten Kong-Film haben wir. Stimmt gar nicht. Da haben wir Godzilla und den Muto eben als Gegenspieler, klar. Godzilla Kong haben wir Kong und die Skullcrawler. Godzilla 2 haben wir dann eben auch Godzilla und andere Monster noch. Aber diese Kapitel fühlen sich immer angeschlossen, das heißt abgeschlossen. Das heißt, Ghidorah taucht auf, Ghidorah wird von Godzilla besiegt, Skullcrawler tauchen auf, werden von Kong besiegt. Sogar Godzilla vs. Kong fühlt sich relativ abgeschlossen an zum Schluss. Und das wäre einfach das, was ich mir wünschen würde für dieses Universum. Dass man eben wirklich sagt, wir haben ganz viele einzelne Filme, dass man auch einfach jetzt sagen kann, ey, ich habe einfach jetzt mal Bock, meinem Bruder, der keine Ahnung von dem Universum hat, jetzt zu zeigen, wie Godzilla vielleicht in einem späteren Film gegen Destroyer kämpft. Und ich will ihm diesen Film aber zeigen, ohne ihm sagen zu müssen, ah, du musst aber vorher noch kurz die anderen 40 Filme gucken, wie es eben bei Marvel teilweise der Fall ist. Das wäre für mich einfach optimal, dass man wirklich jeden Film eine abgeschlossene Geschichte gibt, ein neues Monster, ein neues Kaiju einführt und das Ganze nicht auf irgendetwas Großes hinauslaufen lässt letztendlich. Dennoch bin ich der Meinung, es sollte doch ein kleiner roter Faden gezogen werden, abseits der Kaiju und da geht es um die Menschen. Die Menschen sind immer die größten Kritikpunkte, das war schon bei Transformers so, jetzt ist es auch bei dem Film hier so, wir brauchen in diesen Monster-Universen, aber die Menschen bin ich der Meinung, um zu verstehen, was passiert, da die Monster ja nicht reden können. Und da finde ich, da hätte man vielleicht doch einen kleinen roten Faden nötig. Zum Beispiel, ich bin kein Fan davon, wenn Figuren auf einmal aus dem Nichts heraus verschwinden, wie jetzt Shia LaBeouf, der in Transformers 4 einfach nicht mehr mit dabei war und du erfährst auch nicht wieso. Ähnlich war es ja auch nach Godzilla 1. Dass dann plötzlich Aaron Taylor Johnson im zweiten Teil gar nicht mehr aufgetaucht ist. Und du weißt aber auch nicht warum. Er wurde einfach ausgetauscht gegen Millie Bobby Brown und ihren Vater. Das ist auch okay. Aber dann behaltet doch die beiden jetzt. Wir brauchen
irgendeinen roten Faden bei den Menschen, an denen wir uns orientieren können, finde ich. Das heißt, man könnte das Ganze wirklich sehr cool miteinander kombinieren. Eine Welt, ein Monsterverse, in dem wirklich jeder Film einen neuen Kaiju vorstellt, der gegen einen unserer beiden Hauptmonster, eben Kong und Godzilla, antritt. Während aber die Menschen an sich vielleicht einen roten Faden verfolgen, der sich aber nur durch einen Film durchziehen sollte. Das haben sie zwar jetzt auch schon irgendwie versucht zu machen, der rote Faden ist aber meistens irgendwie nur, der ist halt so banal. Das ist halt das Schlimme, die Menschen sind sehr austauschbar, die Figuren sind sehr austauschbar, deswegen stört es auch nicht wirklich, dass Aaron Taylor Johnson nicht mehr wirklich mit von der Partie ist. Wenn man jetzt aber wirklich Millie Bobby Brown hat und es schafft, dass sie irgendwie eine Bindung zu Godzilla aufbaut, dass die beiden wirklich, wie es auch bei King Kong von Peter Jackson der Film, der Fall war, zwischen Jane und King Kong, dass man den Menschen auch wirklich eine Charaktertiefe gibt, das würde ich mir einfach wünschen. Ansonsten sollte das so bleiben, wie es jetzt ist. Ich bin der Meinung, man sollte jetzt nicht irgendwie, sagen wir jetzt mal, es kommt jetzt nur ein Godzilla 3 raus und dann wird am Ende von Godzilla 3 plötzlich ein Space-Godzilla angeteasert und dann irgendwann 16 Filme später kommt dann Space-Godzilla. Das brauche ich einfach nicht. Ich will einfach eine schöne Filmreihe haben, bei der jeder Film irgendwie miteinander abgeschlossen ist, und die Leute, die einfach nur bestimmte Filme davon sehen wollen, die jetzt quasi sagen, ey, ich will jetzt mal ganz kurz Ghidorah sehen, die können sich dann eben auch den Film mit Ghidorah angucken, ohne vielleicht den Film davor gesehen zu haben. Und wie das Monsterverse das jetzt gemacht hat, ist auch noch in Ordnung, sage ich mal. Ich meine, die Post-Credit-Scenes, die wir gesehen haben, haben jetzt ja nicht dazu geführt, dass man unbedingt einen roten Faden hatte, der irgendwie gezwungen war. Aber eben diese ganzen Bilder, die jetzt hier im Netz rumkursieren, ich finde, das ist einfach dann zu viel, dass dann jetzt wirklich diese ganzen Phasen wirklich strukturiert, wie eben Marvel, durchgezogen werden müssen, weil das einfach auch wirklich zu Chaos dann führt. Und Marvel muss im Jahr so und so viele Filme veröffentlichen, weil sie einfach so und so viele Charakter haben. Je mehr Figuren du hast, umso mehr Fanbases hast du logischerweise auch. Und jede Fanbase muss ja irgendwie auch befriedigt werden. Das heißt, je mehr Monster du einführst, da kommst du nicht dran vorbei, dann auch immer mehr Filme rauszuhauen, weil die Kong-Fans wollen dann einen Film haben im Jahr, die Godzilla-Fans, die Mothra-Fans, die, was gibt's noch alles hier, die Rodan-Fans, die Kevin Spacey-Fans, was auch immer das sein soll. die Mutow-Fans, die wollen dann eben alle Filme haben. Und diese Übersättigung an Content. Star Wars hat gezeigt, dass das nicht funktioniert. Meiner Meinung nach. Marvel zeigt es mir jetzt gerade auch. Ich fand WandaVision wieder sehr geil bei Falcon and the Winter Soldier. Das fand ich schon nicht interessant. Da bin ich schon direkt wieder raus gewesen. Nicht, weil er schlecht ist, nur weil es mir einfach zu viel ist. Und da hoffe ich einfach, dass das Monsterverse, wenn es eine Wave 2 geben sollte, dass die einfach auch im Stillen geplant wird. Ihr müsst mir nicht jahrelang vorher eine Tabelle veröffentlichen, bei der ich genau sehe, was noch alles kommt. Wenn ich mir hier angucke, irgendwie Godzilla vs. Mechagodzilla als Film geplant ist 2039 und dann bringt ihr mir aber Godzilla 3 raus, dann weiß ich doch, dass Godzilla da nicht stirbt, weil er ja da nochmal auftaucht. Das ist für mich einfach eine Übersättigung an Informationen und eben an Filmen. Deswegen möchte ich gern, dass das Monsterverse weiter so macht, wie sie es jetzt gemacht haben. Sie können es auch gerne noch ein bisschen reduzierter machen. Und zwar, wie die Filme es früher gemacht haben. Einfach, dass jeder Film an sich vielleicht eine Geschichte abschließt. Dann gibt es von mir aus einen kleinen Teaser, einen minimalen Teaser an das, was dann noch kommen könnte. Aber dann ist auch gut. Das ist auf jeden Fall meine Meinung dann dazu. Und ich wollte es einfach nur mal loswerden, weil da wirklich verdammt viele Bilder rumkursieren von diesen Phase 2 und allem drum und dran. Weil es eben wirklich gut für das Monsterverse aussieht, was mich auch sehr freut. Weil die Einschaltquote ist ja Quatsch, ne? Weil die Zuschauer einfach, Godzilla vs. Kong wurde einfach sehr oft gesehen, Punkt. So, der war einfach erfolgreich. Und deswegen wird das mit dem Monsterverse weitergehen. Und ich hoffe halt wirklich aber auch in diesem angenehmen und dezenten Ton und nicht wie Marvel das jetzt gerade macht, weil das wird früher oder später, bin ich der Meinung, nach hinten losgehen. Und das kann ich von meiner Seite aus sagen, der jetzt wirklich
der von den alten Filmen, von Godzilla, dem ersten Teil in Schwarz-Weiß, zu Godzillas Rückkehr heißt er, glaube ich, im Deutschen, bis hin Godzilla vs. King Kong. Die habe ich jetzt schon gesehen. Das heißt, so heftig tief bin ich da auch noch nicht drin. Und mich würde es einfach abschrecken, wenn jetzt jedes Monster einen eigenen Film bekommen würde, sage ich ganz ehrlich. Deswegen hoffe ich einfach, dass sie das irgendwie mit diesen beiden Hauptfiguren machen, Godzilla und Kong, und auf deren Basis andere Kaiju mit einführen. Wenn man dann eben merkt, ey, guck mal, das mit Mothra klappt ja unfassbar gut, dann kann man ja immer noch sagen, ey, okay, geben wir dem einen eigenen Film. Dann kommt eben wieder das Problem dann aber auf, dass dann auch die Mothra-Fans ständig wieder eigene Filme sehen wollen und dann bekommen wir halt eine maßlose Übersättigung an den ganzen Kaiju-Filmen. So. Das wollte ich einfach nur mal loswerden und wie gesagt, das ist nur meine Meinung zu dem Ganzen. Ich würde eure Meinung auch ganz gern mal wissen. Die könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben. Und ganz wichtig, ich will auch zu dem Thema Monsterverse-Fortsetzung einen Livestream machen, zusammen mit dem Pandaman und mit euch. Das heißt, wir werden eine Discord-Gruppe eröffnen, einen Discord-Server eröffnen, wo wir dann von euch ein paar Leute einladen. Am besten, dass wir insgesamt vielleicht maximal 6 Leute sind, wenn das klappt, dass man sich eben nicht als selber irgendwie ins Gespräch rein unterbricht und selber reinspricht. Und dann wollen wir das Ganze wie so ein Podcast aufziehen, dass wir uns mal darüber unterhalten. Was hat denn ein roter Faden für Vorteile? Welche Nachteile hat es? Wozu stehe ich oder stehst du denn persönlich sogar selber? Das heißt, wenn ihr Interesse daran habt, einfach kurz in die Kommentare reinschreiben, Hashtag ich wäre dabei, Hashtag ich wäre dabei. Und dann sehen wir mal weiter, wen wir von euch dann alles einladen würden für diesen Livestream. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wie gesagt, das ist rein meine Meinung zu dem Ganzen. Ich finde das Monsterverse nämlich so, wie es jetzt gerade ist, einfach so erfrischend und es fühlt sich einfach so gut an, dass ich nicht will, dass man das so übersättigt, wie es teilweise die Leute wirklich erwarten oder vielleicht sogar hoffen. Ja, schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung dazu in die Kommentare und da würde ich sagen, sehen wir uns dann zum nächsten Video. Bis dann, ciao.